Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, und begrüße euch ganz herzlich hier zu einer neuen Folge Train Sim World. Leute, am 25.04.2019 ist ein weiteres neues Addon erschienen für den Train Sim World. Und zwar handelt es sich hier um diese neue Lok hier, die wir hier gerade vor uns stehen sehen. Die DBBR 155. Und das Ganze kostet 13,99 € bei Steam natürlich. Und hat natürlich einige Aufgaben mit dabei. Und wir wollen uns heute mal diese hübsche Lok hier anschauen. Ist ein älteres Modell, aber ich finde, das hat irgendwie was. Wir schauen uns das Ganze mal an und schauen mal, wie weit wir hier kommen. Steigen Sie ein und stellen Sie den Batterie... Okay. Alles klar, ich habe jetzt schon alles verstanden. So, wir gucken uns natürlich erstmal das Modell hier mal an, so ein bisschen. Ja, also, wie gesagt, gestern erschienen. Ah, das sieht wirklich hübsch aus. Ich liebe Train Sim World. Auch wenn ich weiß, dass das Ding nicht ganz so realistisch ist wie zum Beispiel Zusi oder weiß ich jetzt. Nee, eigentlich Zusi. Es sieht hübsch aus. Und es sieht einfach hübsch aus. Das muss man mal lassen. Ja, also, holy shit, sieht das hübsch aus. Also bei Train Sim World, weiß ich nicht, habe ich irgendwie das Gefühl, die versuchen da irgendwie was auf die Beine zu stellen, was sie in Train Simulator wohl nicht mehr umsetzen können. Und ich finde, das machen die hier echt gut. Schon alleine das Bewegen hier und alles was, finde ich großartig. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Steigen wir hier auf, so, schließen die Tür. Und jetzt müssen wir erstmal hier so ein bisschen durchlaufen. Oh, guckt euch das an hier. Wundervoll, das sieht echt hübsch aus. Ja. Viele Aufgaben sind es allerdings nicht, die dabei sind. Das ist ein bisschen schade. Ich glaube, das sind insgesamt 5 Aufgaben oder sowas in verschiedenen Karten. Also dementsprechend braucht ihr natürlich auch die Karten. Ja, die Karten werden natürlich nicht mitgeliefert. Ihr kauft hier bloß die Lok und dann habt ihr, glaube ich, 2 oder 3 Missionen für die eine Bar, also für die eine Strecke, und 2 Missionen zum Beispiel für die andere Strecke. Also gibt ja einmal die Ruhr-Nord-Bahn und was, und dann gab es ja jetzt hier noch diese Spessinger Strecke, keine Ahnung, schießt mich da jetzt nicht tot, die werden wir uns auch noch anschauen. Ich glaube, das ist sogar eine Karte. Also eine von beiden Karten ist es auf jeden Fall. Und wie gesagt, die braucht ihr natürlich, sonst bringt euch die Lokomotive hier rein gar nichts. Hier können wir schon mal PZB anmachen. Ne? Hier haben wir O, M und U. Und jetzt wollen wir aber erstmal hier das hier anschalten. So, zusätzliche Kompressoren einstellen. Stellen Sie den zusätzlichen Kompressor auf automatisch. Das machen wir. Und setzen Sie sich auf den Fahrersitz. Alles klar. So weit, so gut. Das schaut schon mal ganz gut aus. Es regnet natürlich wieder mal, so wie sich das gehört. So. Drücken Sie den Richtungswender auf vorwärts. Haben wir gemacht. Stellen Sie den Stromabnehmer auf heben. So, Stromabnehmer heben. Erhöhen Sie die Leistung. Halten Sie den Stromabnehmer-Trennschalter in der Stellung geschlossen. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt hier drücken müssen. Ja. Okay. So, stellen Sie den Trafo auf an. So, und stellen Sie den Kompressor auf automatisch, um die Bremsen aufzuladen. Jetzt stellen Sie den Fahrbremsschlüssel auf an. Okay, Zielvorgabe erfüllt. So, jetzt haben wir das, Fahrstufe, Handbremse gelöst. Gelöst, da sehen wir es, da bewegt sich hier schon alles. So, und jetzt hätte ich gerne noch die Scheibenwischer an. Jawohl. So, und dann schauen wir mal. Wir rollen. So. Okay. Sonder,
ZB, frei, wachsam, Trafo, Spitzensignal. Kabinenlichter können wir auch anmachen. Führerscheinheizung natürlich mal an. Ne. Schau gerade mal hier so ein bisschen Spitzensignal rechts. So, jetzt sieht es da schon mal ganz gut aus. Ja, also das ist wie gesagt die neue Lok, die jetzt mit dabei ist im Transom World. Man muss natürlich sich mal erstmal ein bisschen reinfummeln. Und wie gesagt, der eine oder andere weiß natürlich, dass ich hier kein Meister vom Fach bin. Das möchte ich auch gar nicht sein, wenn ich ganz ehrlich bin. Denn es gibt halt so viele Simulatoren, da muss man sich nicht natürlich auf alle konzentrieren, sondern man nimmt sich natürlich den, den man am liebsten hat. Und das ist ja bei mir ja nun mal Lotus Nomsi. Ja, also da ist es natürlich ein bisschen einfacher. Hier muss ich mich in diese ganze Thematik jetzt erstmal reinversetzen, ja, erstmal das Ganze testen, ob mir das auch liegt. Ja, deswegen ist ja auch Susi gerade mit an Bord, weil mich reizt das schon so ein bisschen, so die ganze Technik zu verstehen, die natürlich hinter einem Lok, also die rund um den Lokführer so halt passieren. Und mal schauen, was daraus sich ergibt. Ne? Das müssen wir jetzt natürlich dann erstmal abwarten, müssen wir schauen. Und deswegen fummel ich hier jetzt noch so ein bisschen rum. Ne? Ich könnte natürlich jetzt das richtig professionell machen, ja, indem ich mir das schon, weiß ich, 2-3 Stunden vorher angeschaut habe. Und ich euch jetzt hier natürlich hier alles zutexte bis zum geht nicht mehr. Aber ich glaube, das ist ja nun mal auch so ein bisschen einsteigerfreundlich, das Ganze hier in Transom World, da braucht man das Ganze halt nicht. So. Wir können noch ein bisschen ziehen. Wir haben noch ein bisschen was vor uns und wir dürfen. Dann machen wir das mal schleunigst tun hier. Aber ich finde das echt hübsch. Wundervoll. Schön so um die Kurve, wunderbar. Ey, das ist schon nett. Ich habe nie verstanden, warum die zum Beispiel jetzt hier in Transom World zum Beispiel nicht den VR-Modus mit eingebaut haben. Ich glaube, das wäre nochmal richtig geil geworden. Dass das hier jetzt nicht nachträglich jetzt zum Beispiel noch in den Train-Simulator jetzt mit reinhauen, okay. Ne? Aber in Transom World, da hätte man das schon machen können. Ich glaube auch, dass die Technik, das mitmachen würde. Es regnet auch gar nicht mehr, ne? Aber es ist trotzdem hübsch. Also ich finde es verdammt hübsch. Ho, 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 ho. Geil. Da kann mir... Ich weiß, wie gesagt, also wirklich, hier muss man wirklich sagen, es ist leider wirklich so, ne? Hier ist es so das Auge, was mit ist. Ja, sonst bei Susi die Technik, ja. Das, was halt zum Beispiel in Susi jetzt nicht so pralle aussieht, ne? Aber da macht es halt wirklich... Die ganze Physik, ja, der Realismus, ja, ist natürlich da am oberste Priorität halt bei Susi. Und hier ist es halt wirklich, hier versucht man es bei Transom World und natürlich den Train-Simulator, aber sie kommen halt nie daran, wo sie halt hinwollen, ja, also da, wo Susi heute zum Beispiel ist. Aber na, irgendwann vielleicht, weiß man ja nicht, vielleicht passiert ja noch irgendwas mal so in der Richtung, müssen wir mal abwarten. 13,99, wie gesagt, dieses Add-on, aber halt gebündelt halt mit diesen anderen Strecken-Add-ons, die ihr benötigt. Ist ja jetzt bei dem Taurus ja jetzt zum Beispiel nicht anders gewesen, ne? Da brauchtet ihr ja auch diese Strecken, damit ihr diese Lok fahren könnt. Und genau das Gleiche ist es jetzt hier. Ich find's in Ordnung, ja, wenn ich es mal so sagen darf. Aber da streiten sich natürlich wieder die Geister drüber. Der eine mag das und der andere eher weniger. So, ich habe gesehen, aber beim nächsten Signal müssten wir 100 bekommen. Laut Transom World ist es jetzt nicht. Also jetzt 2,5 Kilometer.
jetzt ist 100. Ja, zeigt uns an. Aber irgendwie dürften wir scheinbar weiterhin 120 fahren. Das ist ein bisschen eigenartig, als ob da sowas mit dem Dings nicht hinhaut. Mit den Signalen so hundertprozentig, ne? Das ist mir jetzt bei dem letzten Addon ist mir das ja auch schon aufgefallen. Alles klar. Den müssen wir wohl weiter runter. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von deutschen Sachen haltet. Ich weiß, dass zum Beispiel das Addon jetzt hier von dem Train Simulator jetzt nicht ganz so geil angekommen ist. Also von dem den normalen Train-Simulator mit der Inselbahn, dass da halt Material vorkam, was halt schon bereits bekannt war, so recycelt, ne? Meinte ich auch, dass das der ein oder andere nicht gerade prickelnd fand, ne? Ist jetzt natürlich immer so eine Sache, ne? Irgendwann hat man ja sämtliche Loks ja irgendwie erreicht halt, ne? Da hast du ja schon so einen kleinen Fuhrpark, hast du ja in den Train-Simulator ja schon dicke zusammen, ja? Und da kann man halt neue Züge zum Beispiel da jetzt aufgleisen? Oder ich meine, irgendwann ist das doch auch mal denn, oder? Ich weiß es nicht, wie gesagt, also ich stecke da halt nicht in der Materie drin, ne? So, sind wir hier beinahe. Zu übersehen hier. Okay, jetzt muss er wieder. Auch immer ein bisschen, dass wir hier reanimieren, dass wir wieder ein bisschen Speed geben können. Weil es ja eh nur 40, von daher. Die Lok kennen wir natürlich auch schon aus Train Simulator. Ja, da ist sie natürlich auch schon vorhanden. Aber es ist schön, dass man sich jetzt hier auch mal die Lok anschauen kann, während man sich immer hier frei bewegen kann. Und überwiegend sind das hier auch Güteraufträge, die wir hier haben. Ja, also die Personenbeförderung ist eigentlich gar nicht hier so. Aber naja. Denk mal, das schadet jetzt nichts. Ich meine, wir spielen ja auch Anno zurzeit. Das ist mal ganz witzig. So, und hier soll man wohl halten. So, beantragen Sie Zugang zum Nebengleis. Also fangen wir an. Fahren Sie mit begrenzter Geschwindigkeit weiter. Alles klar. So, lösen wir das Ganze mal. Zack. Und dann geht's weiter. Mit begrenzter Geschwindigkeit. Was heißt jetzt zum Beispiel mit begrenzter Geschwindigkeit? Wie schnell dürfen wir? Also jetzt ist hier 40 angegeben. Dürfen wir jetzt zu 40 fahren? Ich weiß es nicht. Muss man auch sagen, ne? Es kommen jetzt relativ viele Addons jetzt raus für Trains und World. Also jetzt in ziemlich kurzen Abständen.
Habe ich kein Problem mit, solange es deutscher Content ist. Ich meine, ich würde mir auch alle anderen Content kaufen, aber ob ich den dann hier zeigen möchte, ist dann halt so die andere Frage. Versuche ja schon so drauf zu achten, dass wir dann, wenn wir hier zum Beispiel so Train Simulator und Co. uns hier anschauen, dass es dann auch deutscher Content ist. Ja, muss man mal abwarten. Auf jeden Fall haben wir aber noch reichlich Aufgaben, die wir hier uns zum Beispiel noch anschauen können in Train Sim World. So, alles klar. Zielvorgabe erfüllt. Kuppeln Sie jetzt an diese Waggons an. Fahren Sie vorwärts, bis die Lokomotive die Waggons berührt. Klettern Sie dann runter und verbinden Sie die Kupplung manuell miteinander. Ah, das ist zum Beispiel so eine geile Sache, was ich ziemlich cool finde. Ist jetzt auch wieder nur so typisch Train Sim World, ja. Dass wir das Ganze jetzt hier noch separat machen müssen. Ich finde das gut. So. Okay. Ich glaube, wir sind dran, ne? Huch. So, ich glaube, ja, also ich glaube, wir sind eigentlich fast dran. Ne? So. Was war jetzt? Hey. So, irgendwas hat sich jetzt hier gerade verabschiedet. So, jetzt müssen wir leider nochmal, weil wir rutschen, wir fahren rückwärts. So. So, angekoppelt. Ha, Zielvorgabe erfüllt. Das ist schon cool, oder? Stellen Sie die Lokomotive hier ab. Ein anderer Lokführer wird diesen Zug nach Hagen fahren. Ah, okay, das ist also die Karte. So. Stellen Sie den Stromabnehmer auf Senken. Stromabnehmer auf. Stellen Sie den Stromabnehmer auf. Ja. Okay. So, jetzt neutral. Ziehen Sie alle Bremsen an. Angewandt. So, und abziehen. Zielvorgabe erfüllt. Ja, Leute, das ist es. Das ist, wie gesagt, das neue Addon, die Baureihe 155. Ja, schön. Mal gucken, was uns in der nächsten Zeit noch erwartet hier in Train Sim World. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also ich, wie gesagt, also meine Meinung kennt ihr mittlerweile. Das ist halt Liebe auf den ersten Blick gewesen, schon damals mit Train Sim World, und die Liebe wird wahrscheinlich auch so schnell nicht enden. Ja, so ist es natürlich auch bei Lotus und so ist es bei mir auch bei OMSI, ja. Ich mag wirklich den Train Sim World tatsächlich einen Ticken lieber als Train Simulator halt von Dovetail Games. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber ich finde halt dieses ganze Future, dass wir uns in der Lok bewegen können, dass wir uns auf dem Bahnsteig bewegen können oder sowas, ein relativ cooles Future. Schon alleine, die Grafik sieht bombastisch aus, ja, das Ganze sieht echt hübsch aus, schick aus, und die Performance ist deutlich besser als beim Train Simulator. Vielleicht ist es Einbildung, ich habe keine Ahnung, ich sehe es halt, ne? Ich habe ja einfach permanent 60 FPS, ab und zu gibt es mal einen kurzen Hänger. Ich meine, mittlerweile, jetzt wo der Train Simulator in 64-Bit ist, ist das jetzt auch so der Fall. Aber ich weiß nicht, trotzdem finde ich den Train Sim World noch einen Ticken geiler. Ich bin mal gespannt, wie gesagt, was uns da halt noch in der Zukunft erwartet.
Ob der auch so mächtig groß wird wie der Train Simulator, das muss man mal schauen. Ne? Ich meine, wie lange ist er jetzt? 2, 3 Jahre ist er jetzt da? Mal gucken, was in der Zeit bis dato noch passiert. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben und selbst mal bewerten, was ihr jetzt davon haltet. Selbst kennt ihr das Addon schon? Habt ihr es schon selbst gespielt oder irgendwo anders zum Beispiel gesehen und habt euch schon eure eigene Meinung gebildet? Wie gesagt, dann nutzt die Kommentarfunktion. Dazu ist sie da. Und sonst sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Part wieder, wenn es weitergeht, hier mit einem weiteren Video zu Train Simulator Lotus oder Omsi. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Verabschiede mich hier, sage danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und natürlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss.